So, hallo, meine lieben Freunde. Da bin ich wieder. Also, es geht ja eigentlich um das gute Stück. Ist auch dieselbe Innerei wie bei der hier. Also, es geht um die Innereien von Prinzip her, um die Besoundung und Beleuchtung der Baureihe 130, 131 von Pico und genannt Ludmilla. Und da will ich euch das jetzt mal zeigen. Also so sieht es aus, wenn sie im Analogzustand zu euch kommt. Das ist jetzt hier zum Beispiel die 130er. Die hat hier an der Seite die Beleuchtungsplatine für das Nummernschild. Das ist die eine Variante. Die andere Variante habe ich jetzt schon umgebaut. Das ist diese. Die LED habe ich nachträglich hingemacht. Das ist die Maschinenraumbeleuchtung. Gehen wir gleich näher drauf ein. Also, so kommt sie zu euch. So jungfräulich sieht die dann aus. Und hinterher sieht sie dann so gepackt aus. Ja, genau. Also, wir nehmen jetzt einfach mal den Analogstecker weg. Der steckt ja hier in der Schnittstelle. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen recht großen Decoder drin. Der passt da aber locker rein und es passt trotzdem noch der zweite Lautsprecher mit rein. Da ist Gruß Alex, das ist eine Idee von Alex mit dem zweiten Lautsprecher. Er hat ihn allerdings damals hier auf die Seite gemacht, er passt aber auch auf diese Seite. Hat das Gehäuse schon drauf, passt. Hier habe ich jetzt den Starco 3A mit den zwei kleinen Supercaps. Ich habe mit einbezogen das GND und das Plus von der Susi. Bei dem Plus von der Susi müssen wir auch noch was beachten. Gehen wir gleich alles drauf ein. Und unten drin, weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, so ein bisschen durchschimmern tut er, habe ich den normalen Lautsprecher drin, der original dazugehört. Den hatte ich jetzt noch da, das ist der originale von Pico. Ich habe jetzt für die zweite Lok noch so einen bestellt von ESU. Der von ESU hat 2 Watt. Und der von Pico hat 0,5 Watt, aber beide 4 Ohm. Und das sind halt normale Lautsprecher. Das sind die Lautsprecher, die aussehen wie Lautsprecher oder wie man Lautsprecher halt kennt. Das sind ja jetzt hier so zwei Nasen und die 4 Löcher, aber nur die zwei Nasen sind da und da wird er drauf gesteckt. Und mit der unten drunter schön fest ist und nicht vibriert oder so, habe ich das mit so Kit. Also wenn ihr einen Starco auspackt, das sind ja, ist ja so ein Kit hier. Sieht man das jetzt? Muss ich mal kurz aufmachen. Also da ist hier so ein Kit drin, wo der Starco oder wo die Supercaps draufgeklebt sind. Und den Kit gibt es aber auch zu kaufen von Uhu. Keine Werbung für die Firma, gibt es unter Garantie auch von anderen Firmen. Moment. Das ist sowas hier. Kann man dann so rausziehen und da hat man hier so Würfel. Wo bin ich? Da hat man hier so Würfel. Also das hier ist das Zeug. Gibt es aber eben auch von anderen Firmen, denke ich mal. So, und davon habe ich mir ein bisschen was genommen und habe das unter den Lautsprecher gemacht, weil dazwischen ist eigentlich so gut wie keine Luft. Das kann man ganz dünn machen und dann klebt der Lautsprecher da unten mit fest. Erstens mal vibriert er dadurch nicht mehr. Und zweitens mal schlägt er im Ernstfall auch nicht ans Gehäuse. So, also habe ich hier unten den normalen Lautsprecher jetzt drin und habe mir das angehört und vom Sound her, dadurch, dass er jetzt wirklich fest ist, da nicht mehr drin rumvibrieren kann, ist der Klang gar nicht mal so schlecht. Aber eben immer noch ein bisschen dünn. Und wie gesagt, da bin ich dann auf die Idee gekommen, den zweiten Lautsprecher reinzumachen. Und damit, wenn das Gehäuse dann drauf ist, klingt das einfach sensationell. Da ist das echt eine richtig geile Sache. Und wie gesagt, für die hier habe ich jetzt nochmal so einen bestellt, aber eben von ESU und nicht von Pico, weil von Pico gibt es sie nicht einzeln, die gibt es nur in Verbund mit dem Sounddecoder. Und wo ich den das erste Mal verbaut hatte, hatte ich den mit dem Original Sound Decoder verbaut. Und da hat es wirklich grässlich geklungen. Ja, wie gesagt, man lernt auch dazu mit dem ESU.
Decoder im Verbund, klingt das schon recht gut. Und wenn man dann noch den zweiten Lautsprecher drauf macht, wie hier jetzt, den muss man natürlich dann auch verkleben, den habe ich mit Heißkleber verklebt, dass der nicht vibrieren kann, dann klingt das gleich ganz anders. So, jetzt ist das erstmal zum Lautsprechern. Jetzt das mit dem Decoder. Wie gesagt, es ist eine Plug 16 Schnittstelle und das ist ein 22er Decoder. Wenn ich jetzt hier gucke auf die Beschreibung, habe ich jetzt hier oben 21, 22, 19 und 20. Das ist AUX 5, AUX 7, AUX 6 und AUX 4. Die sind hier hinten nochmal rausgeführt mit Lötpads. Also die kann ich weiterhin benutzen, aber ich kriege sie ja über die Schnittstelle nicht vermittelt, weil die nicht da ist. Also kommt das hier hinten. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Ja, das kommt weg. Und hier unten die erste Reihe kommt weg. AUX 10 und AUX 3. Die Reihe kommt weg. Und dann haben wir die 16er Schnittstelle. Dann haben wir nämlich vor dem Index auf der einen Seite 1, 2, 3, 4. Kommt der Index und dann kommt auf der anderen Seite 1, 2, 3. Und genau so sieht das aus. Und dann kann man den so rumdrehen. Ich stecke ihn jetzt mal kurz rein. Ich nehme ihn gleich wieder raus, weil da stört dann, wenn ich euch noch erklären will, was, wie, wann, wo. Mit Lötstellen und so. So, und den kann man jetzt so hier reinstecken. Und da funktioniert der wunderbar ohne irgendwelche Probleme. Wie gesagt, hier ist einmal der Lautsprecher rausgeführt und auf der Platine ist der Lautsprecher auch rausgeführt. Also den unteren Lautsprecher, jetzt nehmen wir den mal wieder raus, damit wir hier mehr sehen. Ein Stückchen rüberrutschen. So, den unteren Lautsprecher, da haben wir hier LSB und LSA und kann dann hier durch das Loch durchgehen mit den Kabeln. Der untere Lautsprecher ist hier eingelötet. Den oberen Lautsprecher habe ich hier drüben stehen und habe den direkt hier am Decoder. Sieht man das jetzt? Hier ist ja der Lautsprecher vom Werk her schon dran. Hier wieder dran angelötet. Muss natürlich die Kabel kürzen, logisch. Somit ist der zweite Lautsprecher auch verarbeitet. Dann habe ich hier zwei Lötpads. Das ist PY1 und PY2. Das PY1 und PY2 sind die PZ1 und PZ2, die wir hier vorne sehen. Hier haben wir das PZ1, PZ2, die beiden. Und rechts daneben ist nochmal PM. Die beiden PMs sind das normale U+. Also das Plus, was hier ist, das blaue Plus, das sind die PM. Auf beiden Seiten ist PM, sind jeweils zwei Pads. Auf beiden Seiten ist PM Plus. Und PZ, das geht getrennt. Und um euch das zu beweisen, mache ich jetzt mal hier meinen Piepsi an. Das kriege ich aber jetzt hier nicht mit aufs Bild, aber hören tut das ja. Also das ist der hier. Ihr wisst schon, das Multimeter. So, Test. Ihr hört's. So, wenn ich jetzt hier auf das erste Pad gehe und gehe auf das PZ1, da habe ich hier einen Durchgang. PZP2 oder PY2 und PZ2 auch ein Durchgang. Und das geht, zieht sich natürlich drüben auf die andere Seite auch. So, jetzt PZ2 und PZ1. Hier haben wir ja 3 und 4, die Ausgänge. Das sind ja normal verstärkte Ausgänge. Mit den beiden Ausgängen bin ich hier an die PY-Eingänge sozusagen gegangen.
Und die kommt dann hier drüben raus. Und ihr seht jetzt hier die Kabel rumbampeln. Das ist das Pluskabel und das ist das Ausgangskabel vom Decoder. Das Orange ist AUX 3 und das Grüne ist AUX 4. Und das wären jetzt praktisch meine Kabel für die Führerstände. Somit brauche ich hier vom Decoder aus nicht mehr ewig Kabel hin und her zu zerren. Da bin ich jetzt hier gleich hinten an den Führerständen dran. So, da ist das schon mal erledigt. Dann habe ich den Starco betrieben über die SUSI-Schnittstelle. Also die SUSI-Schnittstelle hat ja ein GND und ein Plus. Wenn ich jetzt den Decoder einstecke, habe ich hier GND und Plus. Jetzt muss ich mal gucken, welches war. Also wenn ich jetzt hier auf GND gehe, bei der SUSI-Schnittstelle ist GND auf der Seite. So, ihr seht, jetzt bin ich hier beim Decoder auf GND und habe hier einen Durchgang zur GND-Schnittstelle an der SUSI. Und jetzt haben wir hier drüben das Plus. Wenn ich jetzt hier ans Plus gehe, habe ich da keinen Durchgang. Und jetzt kommt das Verzwickte. Also GND ist durchgeführt. Plus nicht. Jetzt, wenn ich hier drüben schaue, habe ich hier drüben zwei Brücken. S1 und S2. Gehe ich jetzt hier auf Plus. Oder hier auf Plus. Machen wir jetzt das PM hier. Gehe ich jetzt hier auf Plus und gehe hier auf das S1. Liegt hier Plus an. Hier liegt nichts an, hier liegt nichts an, hier liegt nichts an. Und an der SUSI Plus liegt auch nichts an. Ich muss diese beiden Brücken schließen. Diese und diese. Und dann habe ich das normale Plus, also ich habe jetzt gar keinen Plus hier drauf. Der Pluspol ist stillgelegt sozusagen. Wenn ich das Plus haben will an der SUSI-Schnittstelle, muss ich diese beiden Brücken schließen. Hier bei der Lok kann man sehen, hier habe ich die beiden Brücken geschlossen. Und wenn ich jetzt hier an die SUSI-Schnittstelle gehe, hier habe ich Plus. Immer nicht so einfach da dran zu kommen. Und gehe hier ans Plus, habe ich jetzt einen Durchgang. Und ihr seht, gehe ich jetzt hier ans Plus und gehe hier an die SUSI-Schnittstelle ans Plus, habe ich keinen Durchgang. Also ich muss diese beiden Brücken schließen, dann habe ich hier ein normales Plus-Anliegen mit der vollen Voltzahl, die ich brauche, um den Starco zu betreiben. Dann habe ich so SUSI-Kabel hier genommen. Und SUSI-Stecker, die gibt es bei TAMS, die gibt es aber auch anders. Also da gibt es verschiedene Anbieter. TAMS war der preisgünstigste damals, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Habe ich mir solche Kabel gekauft. Hier muss jetzt schwarz dran bleiben. Schwarz ist hier GND. Das ist ein bisschen anders wie bei der Lok selber. Bei der Lok ist ja Grau GND und Blau ist Plus. Bei denen ist Schwarz GND, Rot Plus. Grau und Blau sind die Datenleitungen und die habe ich weggeknipst, dass die weg sind. Die brauche ich nicht. Weil die Datenleitungen sind ja die unverstärkten Ausgänge und die unverstärkten Ausgänge, dadurch, dass ich genug Ausgänge habe, muss ich nicht aktivieren für irgendwas. So, das wäre jetzt das. Somit habe ich die Anschlussangelegenheit für den Starco auch erledigt. Funktioniert, gucken wir uns dann alles an. Um die Motorraumbeleuchtung darstellen zu können, hatte ich früher immer unterhalb der Fenster hier Löcher gefräst und Kanäle hier rüber und habe dann hier die LEDs reingeklebt, die Kabel hier rüber gezogen
und die Verkabelung hier drinnen gemacht, dann hatte ich immer vier LEDs auf jeder Seite. Ein Haufen Zeug. Es tut aber auch eine, habe ich festgestellt. Ich habe jetzt bei dieser Lok, die hat ja die Kennzeichenbeleuchtung nicht. Wie ich das bei der Kennzeichenbeleuchtung dann mache, weiß ich noch nicht. Gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Also bei der hier habe ich das jetzt so gemacht. Ich habe einfach die LED genommen und habe an der LED massive Kabel, nenne ich es jetzt mal, angelötet. Die Füßchen von so Kohle. Widerständen, von den Widerständen, das sind glaube ich die Eisen, ist egal, von den Widerständen hier angelötet und habe die gleich unten drunter abgewinkelt und mit den Winkeln hier auf die Lötpads drauf gelötet. Hier an der Lok sieht man das noch besser. Hier sind ja die Lötpads, Plus und Minus. A ist Plus und K ist das, was vom Decoder kommt. Da muss man natürlich darauf achten, dass man die richtig rumlötet. Also das lilane Kabel mit dem 2,2 Kilo Ohm Widerstand, den ich hier an S1, nee, Quatsch, S1 ist hier drüben, S2 ist hier drüben, S3 ist das, genau, den ich hier an S3 angelötet habe, ist praktisch das Kabel oder der AUX-Ausgang, der zuständig ist, um die Motorraumbeleuchtung zu aktivieren. Und um das machen zu können, dass man hier an die S, das ist egal, ob man an S3 oder S4 dran geht, oder das brückt und da dran geht, ist egal. Um das machen zu können, dass das A ist ja Plus und das K ist ja das, was vom Decoder kommt. Und um das betreiben zu können, ohne dass es sich mit der normalen Spitzenbeleuchtung ins Gehege kommt, weil im normalen Betrieb ist die Spitzenbeleuchtung, wenn die Spitzenbeleuchtung an ist, ist K auch an. Auch wenn die Platine, die kleine, für die Nummernschildbeleuchtung nicht da ist, ist die trotzdem an. Also ich mache das Licht an und dann ist hier Strom drauf auf den K und den A ist E. Also auf A liegt immer Plus an. Das ist egal wie, das ist immer da. Und wenn ich Spitzenlicht anmache, liegt auf K dann das Minus an. Und um das zu verhindern, muss ich hier drüben diese beiden Dioden rausnehmen. Hier sind jetzt im Original nochmal die beiden Dioden drin. Das nehme ich raus und somit, wenn die beiden raus sind, ist von der Seite und von der Seite der Durchgang zur Beleuchtungsplatine hier unterbrochen. Damit man das genau sieht, zeige ich euch das jetzt mal. Also, ich gehe jetzt hier an das weiße Kabel dran, weiß vorwärts hier, und gehe hier, muss ich mal gucken, welches K das ist, hier an das K dran, habe ich hier den Durchgang, und hier nicht. So, dann gehe ich jetzt hier drüben an das weiße Kabel dran, auf der anderen Seite, rückwärts weiß. Gehe an das andere K. Dann piepst das so. Und das sind Sperrdioden. Jetzt nehme ich diese beiden Dioden raus. Und dann habe ich vom Prinzip her keinen Durchgang mehr zu den weißen Kabeln hier, zu den Ausgang F0 vorwärts. Der fällt dann weg. Also hier ist er jetzt noch da, logisch. Jetzt hier dran gehe, ist der da.
Wenn ich jetzt hier drauf gehe und gehe hier drüben ans Weiße, ist der auch da. Bis dahin geht's und die beiden Dioden sind jetzt weg, deswegen ist die Verbindung unterbrochen und jetzt habe ich hier praktisch den Durchgang zu K freigeschalten, so dass ich nicht ins Gehege komme, wenn ich jetzt hier mit einem anderen Decoder dran gehe. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier an das S gehe, da habe ich hier einen Durchgang zu dem K beidseitig. Also, ich muss die beiden Dioden entfernen, kann dann hier vorne an das S dran gehen und kann damit praktisch die beiden Dioden betreiben. Und wenn ich hier die Originalplatine drin habe und ich habe einen Ausgang übrig und möchte die getrennt vom Spitzenlicht betreiben, hier nochmal, so, wenn ich die jetzt original habe mit den Nummernschildbeleuchtungen, möchte die getrennt von dem Spitzenlicht betreiben, also die beiden hier rausnehmen, an die S-Brücke mit einem Decoder-Ausgang gehen und dann bin ich eigentlich dazu in der Lage, die Nummernschildbeleuchtung getrennt von der Spitzenbeleuchtung zu schalten. Also, ich hoffe, das war jetzt verständlich. Das ist jetzt das dazu. So, im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich die Führerstandsbeleuchtung einbaue. Und dann gibt es auch den Soundtest und den ganzen Lichttest und alles drum und dran. Also da wird die Lok vorgeführt. Ich würde sagen, für heute reicht es dann auch von der Zeit her vollkommen aus.